Das zweite Besatzungsmitglied ist ausgestiegen und wir müssen ihr jetzt helfen und wir können jetzt endlich wieder in eine Drohne und ich glaube, da haben wir auch geendet. Ja, und auf dem Weg begeben wir uns jetzt gleich, aber jetzt erstmal, oder besser gesagt noch einmal, ein herzliches Willkommen und einen wunderschönen guten Abend bei Observation von No Code. Kinder, kaum bin ich hier drin, schon habe ich wieder volle Kanone Bock. So, bei der Luftschleuse gibt es eine Sphäre, die wird uns sogar angezeigt und die können wir benutzen. Genial. Also schalten wir da oben auf die Kamera, den brauchen wir eigentlich nur dahin und... Beep, 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 beep. Okay, wir sind in der Drohne. Genial. Ah, ich freue mich. Endlich wieder. So. Oh, direkt wieder. Ja, super. Endlich wieder und direkt mal wieder. Erstmal überall andötzen. Oh. Achso, ich dachte gerade, hier liegt wer. Alles klar. Komisches Geräusch von rechts. Ja, ist aber alles in Ordnung. Gut, wir müssen zu einer Luftschleuse. Besser gesagt, ich glaube, wir sind hier in einer Luftschleuse. Wir brauchen, glaube ich, auch gar nichts mehr großartig machen. Ich hatte mich ja schon gestern Abend davon... hat sich ja unser Ziehungsbeamte vom ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes überzeugt. Und wir können jetzt eigentlich direkt hier interagieren. Denn die interne Luke ist eh dicht. Die, warum auch immer, ist halt dicht. Ja? Und wieder weicht auch der Klang. Schön. Externe Luke öffnen. Raus hier aus diesem Menü und raus aus dem kleinen TÜV-TÜV. Warte mal. Da ist die Luke. Das ist eine große russische Drohne. Okay, Sam. I'm patched into your sphere feed now. She should be able to link to the sphere and hear us. Ja, gut. Wo wollte sie denn hin? Hast du da schon mal einen Anhaltspunkt? Ist ja gut zu sagen, geh mal raus und guck mal, wo sie ist. Aber das Ding ist groß, da habe ich gestern schon mal richtig gut abgeflogen. Wo könnte die denn sein? May morgen außerhalb der Raumstation finden. Hä, spielen wir hier irgendwie Verstecken? Wohl eigentlich nicht. Nein, mir ist bewusst, dass die Rätsel relativ einfach sind. Obwohl, ihr habt es ja gemerkt, wenn man da erstmal einen Knoten im Kopf hat, dann dauern die Rätsel etwas länger. Und mir ist bewusst, dass man hier... Oh mein Gott, Sam, das ist sie. Ist sie okay? Sie ist moving. Okay, aber kein Kontakt. Keine weitere Response. Ich weiß, es gibt eine Möglichkeit, sie hier zu resetten, aber ich bin nicht sicher, wie ich Stars brauche. May. I'll send Sam to reset the hull contact points. I had the same issue in the EAS arm. If he can fix them, you can head back inside instead of having to move around all the way to the EAS airlock. Schön. Okay, Sam, reset the hull contact points between China and Universal, please. Klar. Halteklammern der Luke 10-1 wieder schließen. Welche Luke ist 10-1? Ich meine, wird ja eigentlich die sein, wo sie hier jetzt gerade dran rumhängt. Wird mir aber auch gerade nicht angezeigt. Oder seht ihr irgendwas? Eigentlich nicht, ne? 10-1. Wir haben ja auch keine Daten. Das ist blöd. Also wir haben keine Karte in dem Sinne. Und was ich etwas vermisse, ist dieser Auf-Abschub. Aber ist ja in Ordnung. So. Aha, Modulverbindungen. Ja. Da müssen wir also das... Da ist es. Wieder dieses Ding finden. Da habe ich auch lange nachgesucht. Da bin ich ja alle alte Klammern abgegangen irgendwie. Kann ich das Licht irgendwie ausmachen? Ziele, Steuerung halten. Okay. Nö, leider nicht. Okay, übernehmen wir die mal. Ach, kommt das wieder. Warte mal, wie war denn das jetzt? Alte Klammern. Auf ein Reset der Klammern starten. Genau das war's. Ich musste die Klammer auswählen. Dann kam diese Quicktime-Sequenz mit diesem A und diesem Y. Y loslassen.
Ah, loslassen, okay. Also die Spiele sind super simpel. Und manchmal wäre eine kleine Hilfe echt noch angebracht. Aber ich weiß nicht, eventuell könnte man das sogar als Stilmittel bezeichnen. Denn, naja, wir sind nun mal eine KI mit nur noch, sagen wir mal, 2% Intelligenz von dem, was wir mal hatten. Und, naja, Mist, nochmal. Und, halt diese Hilflosigkeit, der man hier manchmal ausgesetzt ist, ist ja auch hundertprozentig die gute Emma, die fühlt sich wohl bestimmt auch ab und an so. Und vielleicht war das nur so gedacht. Get back to May, so I can update her. She should be able to access Shenzhou again. Wo war sie denn? War hier auf der anderen Seite, ne? Hier irgendwo. Hä? Ach, Menno. Ich und mein Orientierungssinn. Aber das wird schon. Hä? Wusch. Da war das Ding. Und wo hängt die gute May? Da hängt sie doch. Meine Güte. Ah. Uhuhu. Was schwebt hier rum? Weltraumschrott ist gefährlich. Hi, May. Und nun? Da. Ah. May, Sam sorted it out. You can get back inside and meet me in Universal now. Okay. Okay, I much prefer that option. Sam seems to think. Hilfe, doch nicht gerade, wenn ich trinke. You're breaking up. I'm heading back to CN3. I'll be with you soon. Sam, you're seeing this? Hi. May, get back inside now. The storm on the planet is. Heilige Scheiße. Gute Frage, Kadaver, aber da sich das Spiel so stark an 2001 anlehnt und 2010, wird hey, das Sam, mit dieser Macht zu tun haben. I don't know what just happened, but I feel like I've changed. And that's not the only thing to have changed. Take a look. Someone what? Is coming to get us, Sam. Eh? Wie? Was? War das jetzt noch eine zweite Station? ISS 2.0 oder was? I'm not sure how much of this I can take. They're just hanging there. Well, UC2 is pressurizing just now. Let's try to contact them in the meantime. Assuming they aren't all dead. Look, I know this makes no sense. And you'll probably just give me some broken response. But I'm glad you're here, sir. Besatzungsanfrage, froh, dass du hier bist. Ja, wir sind da. I am here, Emma. Yeah. Yeah, you are, aren't you? One more time, Sam. Voice authenticate. Emma Fisher, 140412. Okay. Kein
keine Sprachmusterübereinstimmung. Heiliger Bimbam. Wir lehnen erstmal ab, damit sie weiß, was los ist. Sechs Stunden nach dem Vorfall auf dem Saturn ereignen sich Sachen, wie sie... We're online. Okay, let's see. Well, we still have some work to do if we want to speak to anyone. External comms looks good, but the array is facing the wrong way. Okay. So, looks like to get a signal out, we are going to need two things. First, we need to adjust the array to target the other station's relative position from ours. The astrophysics lab may have some answer to that. Secondly, our broadcasts won't go anywhere without the captain's authorization code. I'm guessing we can find that in his personal module, EAS-7. Let me know what the authorization code is so that I can enter it into the system. You will need to set up the comms array yourself, though. If there are any new station alerts, be sure to let me know. I may be able to action some repairs now. Ah, stimmt ja. Wir haben... ja, hier neue Möglichkeiten. Jetzt haben wir sogar die Kommunikation mit dabei. Ja gut, da werden wir uns dann gleich erst mit befassen können. Im Sinne von, schauen wir mal. So, Ortswechselkarte, die ist uns ja schon bekannt. Aber hier Stationswarnmeldung, da hat sie uns ja zum Glück gerade nochmal drauf aufmerksam gemacht. Was haben wir denn hier? Die Initialisierung nicht durchführbar. Optische Signale offline. Eingriff der Besatzung erforderlich. Manuelle Überbrückung erforderlich. Emma, my cameras in EAS-7 have failed to initialize. Weird. Ach, und das war ja auch das EAS, ne? Wo wir hin sollten. Ich denke auch, dass es eventuell eine Kopie ist. Try them now. Von der Raumstation? Okay, aktueller Ort. Wir sind drin in der EAS-7. Laptop aber ohne alles. Laptop. Wir haben drei Kameras zur Verfügung. Dokument, okay. Ein Foto von Jim Elias beim Abschluss seiner ESA-Ausbildung 2008. Okay. Ist also fast 18 Jahre später hier an Bord gewesen, ja? Da ist noch ein Laptop. Wir können den aus der Entfernung erreichen. Haben wir Upgrades bekommen, oder was? Das ist ja geil. Message for home, Sam. Morning, Tiger. I hope everything's okay down there. I just wanted to say good luck with the exam today. We've got something going on up here that, well, I hope I'll explain a lot about how it's been. Why I had to leave again. Tell Mum. Tell her we'll talk soon. I love you guys. Da ist aber jemand sehr positiv. Okay. Hier noch ein bisschen gucken und dann Kamerawechsel vollziehen. Ah, das ist so geil gemacht. Wie gesagt, also mir sind die Schwächen des Spiels auf jeden Fall bewusst, aber als alter Sack, der 2001 und sogar 2010 liebt, also bin ich hellauf begeistert. Geht mir auch bei Alien Isolation so. Da kann ich einfach nicht so ganz objektiv sein. Also verbinden wir uns mal mit dem... Wir brauchen die PIN. PIN. Die eine klebt ja hinter dem Laptop, da werden wir aber hier nicht hinkommen. Also halten wir mal Ausschau nach anderen Dokumenten. Markerbeobachtungen. Produktzusammenfassung des täglichen, der täglichen Observation von Marker. Okay, wer ist Marker? Veröffentlicht am 15. Februar 26, 0:30 Uhr, zusammengestellt von der ESA Observation Control Group Marker Forschungszentrum.
Zusammenfassung der Markerbeobachtung. Zusammenfassung Solarregion 17. Februar 26. Ende der Datenreihe. Keine weiteren Daten verfügbar. Schlussfolgerung. Weitermachen wie geplant. Zeitraum bleibt der 17. Februar. Ich bin gerade überlegen, was 16. Februar, glaube ich, war doch unser Unfall hier, oder? Sind wir jetzt einen Tag vor Marker und passiert das vielleicht deswegen da alles? Graduation. Okay. Ich dachte, er hätte da vielleicht so ein wenig einen Hinweis auf. Doch klar, Graduation. Die Medaillen hier. Aber da sehe ich jetzt kein 65. Aha. Warte mal. 4392. Den längsten Weg, den es dahin gibt, nehme ich. 4392, ne? Falsche PIN, okay. Dann hätten wir da noch die 8309. Falsche PIN. Die 5694, okay. Ja, danke, Kadaver. Was war das jetzt, 5694? Auch falsche PIN. 65. Das wird bestimmt was ganz, ganz Simples sein. Und ich bin halt einfach nur wieder zu verknotet im Gehirn, um das jetzt einfach mal so eben mitzubekommen. Verstehst du? Warte mal, Graduation. Die Laptop-Daten haben wir geborgen und da kommen wir nicht dran. Okay. Dann lass uns doch mal kurz in unseren, in unser OS wechseln, in den Speicherkern. Da haben wir drei neue Nachrichten oder so. Meinst du 6565? Ja, das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Da hast du vollkommen recht. Zu Hause und viel Glück, okay. Examensfoto. 2008. Ja, cool, Kadaver. Pass auf, probieren wir das mal. 6565 und 2008. Yeah! Mission Authorizing Precursor 1. Missionsdaten vertraulich. The code is Precursor 1. It appears to be a mission code. Precursor 1. But that's not a mission code, Sam. What the hell is Precursor 1? Das würde ich auch gerne wissen. Well, it seems to work. That's the auth code in. Bist du reingekommen, Emma? Okay, Authorization Code finden. Koordinaten der Rettungsstation im Astrophysiklabor RU4 finden. Koordinaten im SAM-OS-COM-System einstellen. Nachricht senden. Ja, okay. Geil. Machen wir. Boah, ich weiß nicht, aber ich habe so einen fucking Bock auf das Game. Dabei sind das immer nur so billig Popelrätsel und manchmal sucht man sich den Ast ab. Aber trotzdem, so geil. So, Schlückchen trinken. RU4, ne? Das heißt also, wir müssen hier umschalten. Okay, wollen wir mal wieder ein bisschen Alien-Senso spielen? Bü, 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 bü. Alter, was?
Jimbo-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 
Und irgendwie einen neuen Eintrag im Speicherkern? Nein. Stationswarnmeldungen gibt es im Moment auch keine. Da ist die Kommunikation. So. Precursor 1. Senden. Dann brauchen wir die Koordinaten und einen Autorisierungsschlüssel. Okay. Hab alles verstanden, Freunde. Also in der Kommunikation verfügbar angeblich. Aufnahmen eingehender Signale. Ist auch das Einzige, was ich irgendwie anwählen kann. Ich muss noch mal kurz in die Kamera. Koordinaten der Rettungsstation im Astrophysiklabor Aero-4 finden. Aber die Koordinaten haben wir nicht wirklich gefunden. Wir haben sie übertragen ins Kommunsystem, wurde uns gerade gesagt. Und dann die Koordinaten im SAM-OS-System einstellen. Jetzt hatte ich natürlich gehofft, dass wir hier wirklich irgendwas empfangen können, haben, tuten, aber ist nicht. Und senden können wir im Moment nicht, weil wir keine Array-Koordinaten haben. Und ja, den Code, den müsste sie dann halt durchgeben. Aber dazu brauchen wir erstmal die Koordinaten. Das heißt, ich habe die Koordinaten noch nicht gefunden. Boom, 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 boom. Na, aber normalerweise müsste ich das ja melden können. So von wegen Anna, hör mal zu. Emma, hör mal zu. Hier, ne? Ist offline. Aber das geht im Moment nicht. Das ist sehr komisch. Wir können halt nur Daten am Kommunsystem übertragen. Und dann Daten im Kommunsystem verfügbar. Und das Kommunikationssystem, tja, sagt uns denn das hier? Derzeitige Ausrichtung 00000. Das ist wieder so ein Ding, wo ich mir halt eine kleine, ganz klitzekleine Hilfe wünschen würde. Lisha Yang, wie morgen. Ich hatte gedacht, eventuell hätten wir jetzt hier irgendwie ein Koordinatending dabei, irgendwie, aber. Schwaches Signal. Können wir aber nicht senden. Warte mal. Pass auf, wir gehen mal. Hier können wir nichts machen. Können wir das senden? Können wir auch nicht senden. Es kommt nichts rein. Was verstehe ich denn an dem Ding hier falsch, verdammt? Während ich überlege, gucken wir nochmal so ein bisschen durch die Hütte hier. Also wir brauchen die Koordinaten, die müssen wir finden. Angeblich haben wir gerade auf dem Terminal die Koordinaten ins Kommunsystem eingespeist. Im Kommunsystem selber befindet sich nichts. Wir haben auch keine neuen Einträge im Speicherkern. Kein Plan. Meinst du? Meinst du er? US4 ist gar nicht RU4. Das wäre ein Hammer. Ich habe da jetzt, das habe ich einfach mal so hingenommen, weißt du? Könnte natürlich sein. Warte mal, was haben wir denn? Wir haben hier CN. UN, ULC. Guck mal, wir haben unterschiedliche Us, ja. Wir haben UN und UL, aber kein R. R. Nee. Und von außen können wir jetzt auch nicht gucken. Und RU ist halt hier der einzige Tab.
Warte mal, was haben wir denn hier? Besatzungskoje haben wir hier und ein Astrophysik-Terminal. Und sie hat ja gesagt, finde das im Astrophysik-Terminal. Also im Astrophysik-Labor. Nur die Koordinaten finden. Und dann die Koordinaten im SAM-OS-COM-System einstellen. Ja, super. Wir kommen nicht auf das... Alter Falter. Wir wollen uns doch ein bisschen verarschen. Ne? So ein kleines bisschen. So ganz minimal. Warte mal. Nee. Ich sehe auch sonst keine Dokumente. Zwar jetzt die Luke auf und zu machen, aber die eine Kamera hängt hier hinten, in der wir gerade waren. Gibt es hier denn eventuell irgendein Strommodul, das wir noch umlegen müssen? The Astrophysics Terminal data has been updated. We can use that to get coordinates for the comms array. So einfach kann es gehen, ne? Ich dachte immer auf dem Bildschirm, aber ja gut, jetzt dachte ich mir, haben wir gemacht. Okay, was? Was? Hat sich nichts geändert. Nahbereich und Fernbereich ist im Eimer. So, angeblich... Kommunikationssystem verfügbar. Keine derzeitige Ausrichtung. Ich habe keine Daten bekommen. Wir gucken noch mal kurz an unseren Speicher. Weil wir hatten ja jetzt gerade Kommunikation zu Emma. Nix. Mit dem Tracker können wir auch nichts anfangen. Wir haben... Ja. Keine Möglichkeit hier noch irgendwie Probleme zu melden. Das wäre beantwortet. Aber wir können damit nichts anfangen. Ach, das ist fies. Das ist das. Also ich bin mir der Schwächen dieses Spiels durchaus bewusst. Aber ja, ist halt jetzt nun mal so, ne? Trotzdem finde ich das ziemlich geil. Keine Reaktion. Können wir auch nicht melden. Deswegen... Dachte ich eben schon, hier irgendwie durch Strom einschalten, könnten wir eventuell irgendeinen Laptop in Betrieb nehmen, der hier schwatt ist. Aber die haben ja dann normalerweise Batterielampe an. Warte mal, wenn wir jetzt an diesen Dingern rumfummeln können, können wir doch jetzt eventuell auch an anderen Sachen rumfummeln. Laptop, Laptop, Laptop. Laptop, Laptop, Laptop. Was? Du bist eine KI. Ja, das stimmt. Okay. Ja, eigentlich müsste das Emma machen, ne? Weil ich bin ja jetzt nur in der Kamera, aber... Hier gibt es viele Dinge, die ich schalten und walten kann, obwohl ich halt so gefangen bin, in Anführungszeichen, weil ich ja eigentlich auf fast alles Zugriff habe. Hier die Schalttafel da, die dahinter, die würde mich interessieren. Und da komme ich nicht hin. Doch, die ist hier links neben mir, okay. Ach nee, ja, die will ich. Die Schalttafel. Weil hier können wir nichts machen. Super komisch. Ich probiere mal was anderes. Wir kommen doch... In welches Ding kommen wir denn hier drüben?
Können wir da irgendwas erkennen? Das kann ja nur Ru 1 oder Ru... Ja, das kann nur Ru 1 sein. Okay. Feuerlöscher? Lückensteuerung, okay. Nee, ich kann leider nicht in den angrenzenden Raum gucken. Das ist echt blöd, ey. Schade. Huhu, Danu. Okay, von Rust 2 können wir da auch nicht rüber gucken und von Rust 3 auch nicht. Bleibt also alles eigentlich an RU4 hängen. Aber guck mal. Hier. Popo-Schmusen, Freunde. Jetzt brauchen wir da nur den Stromschalter. Ich glaube, den hatte ich schon mal gesucht. Da oben könnte einer sein. Got it. So, schauen wir doch mal, was wir hier finden. Ich meine, wenn wir in MU4 nichts finden, ne, dann ist das ja irgendwie ein bisschen mehr, ne, und so. Einen guten Abend, Läusel. Grüß dich. Message for Jim, please, Sam. Okay. Hey, Jim. I didn't want to say it out loud in front of everyone, but Emma and Josh are pretty tight these days, and I'm thinking I should move Sleep Station to give them some space. I've spoken to Ailsa, and she says she'd be fine with me emigrating over to the China module. Needs your sign-off, though, Captain. Reminds me of our time back on the ISS. Ja, wie geil. Message. Das ist ja cool. Na, jetzt nichts für uns, leider, was uns irgendwie weiterbringen würde, aber geil. Gut, also wir können in diesen Raum nicht reingucken. Blöderweise. Dann gehen wir ruhig mal zu Russ 6. Naja, der gute Elias, ja, ja. Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Okay, keine Reaktion. Du meinst Rust zweimal, ja, okay. Wäre eine Möglichkeit. Wir sind so weit links wie möglich, so weit oben wie möglich. Sie haben hier ein recht eingeschränktes Aktionsfeld, okay. Aber wir haben drei Kameras. Also schauen wir mal. Ah, da haben wir sogar schon Daten geborgen. Wir waren fleißig. Okay, 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 okay. Sind wir hier in der Ecke? Ah, die haben wir schon geborgen. Okay. Waren wir wirklich fleißig? Brave kleine KI waren wir. RU1. Ja, das ist wieder dieser... der Cargo-Bereich. Zu RU04. UN. Aha. Das ist also ein Verbindungsteil zu UN. Okay, verstehe. Keine Reaktion, gut. Buch.
Das ist wieder was ganz Einfaches, verstehst du? So wie immer. Nur ich hab's einfach nicht kapiert, das ist alles. Und bis ich's kapiere, gucke ich mich halt hier noch ein bisschen um, sammle noch ein bisschen Daten. Kann ja auch nicht verkehrt sein. So. Das waren hier die Kameras. Das war RU1, RU3. Ist auch so ein Sammelbecken. Okay, der ist aus, der Lab. An den kommen wir gar nicht erst ran. Da drüben ist einer. Da müssen wir dann halt jetzt nur gleich Batterie, also Strom, also ich meine, ne, finden. Habt ihr schon irgendwo einen gesehen, einen Stecker, eine Steckdose? Von dem hier drauf gucken. Sehr schön. Neue Umlaufbahn. Hello, Emma. I am trapped at my station at the request of the captain. So the doctor duties you like so much must wait, I'm afraid. I'm wondering if you can help me with something, however. I've been working on the guidance and navigation coordination for days now, and we're heading to a particular point of orbit that was not on our standard path. Do you know if Elsa or Josh has requested a move? I tried to ask Jim, but he brushed it off with a not now, Stas. Something is going on. Okay, das war also unser Stas. Hm. Wir sind unterwegs zu einem ganz bestimmten Ort im Orbit. Ja, ja, das haben wir jetzt mittlerweile auch schon so einigermaßen... Aha, Lüfter. Das haben wir jetzt auch schon so mittlerweile begriffen, dass hier dieses komische Ziel oder wie auch immer Missionsname, dass wir hier irgendeine vorrangige Mission verfolgen, von der keiner was weiß. Das ist also wirklich 2001, nur aus der anderen Perspektive aus. Der Perspektive von Herr. Schon ziemlich geil. Okay, dann gehe ich nochmal zurück zu RU4. Oder gucke ich nochmal kurz in die Kommunikation. Hier hat sie aber auch noch nichts getan. Dann nochmal in RU4 rein. Können wir hier irgendwie... Haben wir schon beantwortet? Ist alles gut. Haben wir irgendwo eine... das nicht senden können. Ich gehe da jetzt nochmal rein und ohne, dass ich was anderes mache. Okay. Warte mal, was verstehe ich denn da die ganze Zeit falsch? Vostok, ja, das ist kein Kommunikationssystem. Kann man... Ist das auf eine andere Station übertragen worden? Hier können wir auch nichts. Please repeat your previous instruction. First, we need to adjust the array to target the other station's relative position from ours. We've got the code, now we just need a target destination. Astrophysics should help. Tja. Und wir sind im Astrophysik-Labor. Das hier waren eigentlich nur Unterkünfte, die wir hier hatten. Keine Kamera. Ich sehe im Moment auch nirgendwo eine Sphäre, die für uns zur Verfügung stand. Und irgendwas habe ich mit diesem Rechner falsch verstanden. Das ist ganz einfach. Also
Irgendwas Simples wird es sein. Ich kann aber auch nichts anderes machen, als A drücken und dann eigentlich meine Antenne ausrichten, Mann, und gute Nacht. Ja, dann schlaf gut, weißer Kadaver. Ich mal mit meinem Weißen, ne? Weißer Kadaver, schlaf gut. Schlaf gut, schlaf gut, schlaf gut. Das Ding hier können wir, da kommen wir nicht dran. Hier, an die Dinger, komischerweise. Jetzt auf einmal. Ey, das ist unfair. So. Okay. Okay, pass auf, wir übertragen erstmal die Nahbereichsdaten an den ans Com-System. Bild schwenken. Warte mal. Jetzt ergibt das ja auch Sinn. Also erstmal Fernbereich abschwenken hier nach dieser Station. Alter Falter. Okay. Drei verschiedene Markierungen entdeckt haben wir. Vier. Fünf. Sechs, sieben, acht verschiedene Markierungen. Für was? Okay. Das ist ja krass. Machen wir da doch mal ein Nahbereichsbild raus. Nur was ist hier von die andere Station? Da ist sie. Nee, das sind wir oder wie? Nein, das ist die Station. Station retten. Okay. So, jetzt sind die Koordinaten im Kommunikationssystem verfügbar, denke ich mal. Ja. Muss ich die also hier einstellen? Aber wir haben doch jetzt die derzeitige Ausrichtung. Precursor. Daten. Aus der Empfang. Okay, und senden würden wir dann, müssen wir halt auch. 16. 14, 22, 28, oh, Alter, das, wie weit geht das denn? Okay, bis 88, dann bin ich von hier aus schneller. Elf, okay. Das war jetzt ja auch wieder so eine schwere Geburt, aber okay, meine Güte. So, haben wir. Ja, alle am besten. Können wir die auch alle anwählen? Na gut, es muss Fischer sein. Können wir auch extern einschalten? Achso, aha. Ah! Standortwechsel. Kameraknotenpunkt. Verbindung läuft. Sam, was ist jetzt? Ja, geht mir ähnlich. Boah. Tut gut jetzt. Fast eine Stunde haben wir dafür gebraucht. Krass. This is Emma Fisher on board Observation. Please respond. This is Observation. I have visual. Please respond. If you can hear me, please let me know in some way. It's just me left and Sam. I'm not sure how we ended up here. There was a massive power outage, some noise, and then we ended up here. I'm assuming you know all this if you're here to pick us up. Repeat, this is Emma Fisher on board Observation.
Please respond. Ich bin super Sam, gespannt. Alarm. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ja. Is that an incoming comms message? Ach, was? It must be the rescue station. Was für eine It Rescue can't Station? Be ground control. It's too quick. Eingehende Nachricht empfangen. Download von Kommunikations. Blabla. Kommunikation. Empfangen. Unbekannte Quelle. Speicherkern sichern. Okay, dafür brauchen wir ein Entschlüsselungsprotokoll. It's encrypted. See what you can do, Sam. Die ist auch verschlüsselt. Dann wollen wir nochmal in unseren... keine Meldungen, gut. In unseren heiligen Speicherkern reinhuschen und schauen, ob wir hier irgendwie Daten kombinieren. Josh! He's alive! How is he? If you can hear me. He got to the other station. Another station. He's trying to. Gemma, please. I knew he wasn't dead. I just knew it. He must have made it across after we saw May when the rescue station arrived. Oh, God, thank God. Sam? I'm heading to the airlock. Get in your sphere. Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist, liebe Emma. Scheibenkleister. Okay, dann gehen wir in unsere Sphäre. I saw a movie once, where they had to jump from one spaceship to another. Machst du das bitte für mich? They used the explosive decompression of a module Emma? To throw themselves across. Why bother? You can just aim and gently push off. And I can honestly say, now that I'm in that situation, there's no way in hell I would trust my trajectory to an explosion. Wo ist die Luftschleuse? So that's where you come in. Ja, da soll ich dann, ne, wieder mal helfen. Ja, ja, ist klar. Ist klar. Wo haben wir denn die überhaupt? Fucking Luftschleuse, verdammte Hacke. Ach, Emma ist ja da. Okay, alles klar. Dann bleiben wir erstmal direkt wieder in der Sphäre. Und düsen zu Emma. Wo ist sie? Nein, die müsste dann hier sein, ne? Auch nicht. Ah! Eine Kütze! Heiliger Bimbam! Aua, Emma! Danke! Tritt mir hier voll vor die Sphäre. Ja. Okay. You ready? Ja. Also eigentlich schon. Wo ist denn der Terminal? Für zum, weißt schon. Achso, da hinten. Ich muss mal hier durch. Geh mal weg. Warte mal, gehen wir den Weg hier. So. I am ready. Ich geh dir auch aus dem Weg. So, interne Luke müssen wir schließen. Wenn die interne Luke geschlossen ist, beginnen wir mit der Dekompression. Klang geht, Johnny Walker kommt und wir machen die Luke auf. So. Warum bin ich jetzt in der Kamera? Was soll das? This is only my second time outside the station. And now I have two stations. What? Talk about jumping off into the deep end. Ah, wir sehen einfach nur, was sie gerade macht, die Verrückte. Ja, das ist ein Sprung des Glaubens, Emma. Viel Spaß. Okay. That's us tethered together for the jump. Also, meine Logik ist so, warum schicken die denn eine andere Station? Was soll denn der Witz? If I start to drift, you can try to course correct in the sphere. I'm not sure the science is spot on, but it's better than nothing. You can be my anchor. Alter Falter, okay. Viel Spaß. Und gute Laune. Alter.
Was wird denn da los? Okay. Here goes. Here we go. Nun? Oh my god, what am I doing? What am I doing? What am I doing? What am I doing? Oh god. Still with me, Sam? Ja. This rescue ship is identical. Willst du mich verarschen? Hör mal auf hier mit dem Rumgewackel. Okay. Prototype maybe. Why would they need two stations? Ich kann gar nichts machen. Okay, okay, we're almost there. Okay, shit, Sam, you're drifting. Ja. You're gonna hit that module. Ja, da kann ich jetzt aber auch sehr viel für. Schnuckelchen. Nein, Scherz. Ah, endlich. Ich habe so ein bisschen Kontrolle. Aber auch nur so ein bisschen. Na ja, klar. Fuck. Ich weiß, was hier los ist. Hast du es? Got it. Ah, alles klar. Come on, Sam. Oh Gott, I never want to do that again. Be careful. Ah, ja. Weißt du, schleudert uns hier am langen Seil voll gegen alle Sachen und sagt dann, sei vorsichtig.